habt Hände wie ein Schmied. Danke. Wo ist der Typ nur? Was braucht ihr, Meister? Ihr seht wie ein gerissener Geschäftsmann aus. Seid gegrüßt. Ich höre euch zu, Bürger. Sieht aus, als hättet ihr euch einige Male eine blutige Nase geholt. Solltet ihr etwa... Holt euch euren Rattenkurier! Ich brauche keinen Frattenkurier, ich brauche Vater des Ules. Hallo? Irgendwie scheint er nie zu Hause zu sein. Das ist schon irgendwie ein bisschen blöd. Gruß euch! Das Tiber-Septimus-Fest ist ein guter Absteiger, aber nicht billig. Es ist wahrscheinlich die beste Herberge in ganz Syrien. Was ist? Nichts, nichts. Ich möchte nicht darüber sprechen. Sprechen? Hm. Es heißt, Primaret habe die Tiefe des Alters, dass jemand will. Hm. Wenn man sparen muss, Hallo? Scheinen mir Rabattzauber keine kluge Investition. Gruß dem Helden von Cyrodiil. Der muss doch irgendwann mal da sein. Holt euch euren Rattenkurier hier. Der ist nicht da, Leute. Außer er ist irgendwie innerhalb dieser 2 Stunden, die ich immer warte, da. Es freut mich, euch zu sehen. Wir haben ihn doch nicht wohl irgendwie umgebracht oder so? Ich hoffe nicht. Wir warten jetzt mal bis zum Abend. Hm. 10 Uhr sollte reichen. So, sehen wir nochmal überall nach. Ich sehe, ihr seid auch ein Anhänger des Graufuchses. Hallo. Ja, wo ist Vater des Ulis? Ja. Sprecht. Wo ist Vater des Ulis? Gruß dem Helden von Cyrodiil. Ich würde gerne speichern, Leute. Wir sehen jetzt einfach mal nach, ob der Typ da ist. Keller. Nah. Also hier ist er irgendwie nicht. Ach, jetzt geht die Tür auf.
Wir waren hier auch nie beim Einbrechen, sonst hätte ich das gestohlen. Hat da Flugblätter. Da sind wieder ein paar Zaubersachen. Gib mir mal in den Keller. Okay, wo ist der Typ? Abwasserkanäle des Elfengartens. Der wird doch wohl nicht da unten sein. Irgendwo hat mich jetzt eine Ratte gesehen, aber sonst ist hier ja keiner. Gehen wir. Der Typ ist nicht da, Leute. Wo soll der sein? Hey, Bettler. Nur noch eine Münze und ich kann mir ein paar Schuhe leisten. Ich habe dir bestimmt schon 100er gegeben. Gerüchte. Keiner traut sich mehr nach Harlons Wacht, nach dem, was die Kämpfergilde dort entdeckt hat. Möge Arkay euch segnen. Wo ist der Typ nur? Ich sehe mal nach, Leute, wo der, wie sein Tagesablauf ist. Irgendwo muss er doch mal sein. Okay, ich glaube, der ist verbuggt, Leute. Okay. Ich glaube, wir haben ihn getötet, Leute. Und zwar für... eine Quest Legacy Lost. Müsste schon ein bisschen länger her sein.
Wo ist es? Hier. Ein Dummer namens Vaters Ule sagte, dass Albert Gemane, Reinhards und Gilberts Vater, vor vielen Jahren einen wertvollen Gegenstand aus der Diebesgilde stahl. Er bot mir für die Überbringung dieses Gegenstandes eine hohe Belohnung an. Vaters glaubt, dass er jetzt in der Rotwachtalhöhle versteckt wird. Er hat die Höhle auf meiner Karte eingezeichnet. Ich habe den Eingang der Rotwachtalhöhle erreicht. Ich sollte ins Innere gehen. Ich habe die Ehrenklinge von Kroll vom Ogerhauptmann erlangt. Dies muss das Schwert sein, nach dem Vater es gesucht hat. Wie der Name andeutet, ist auf Schloss Kroll bestimmt jemand brennend daran interessiert. Ich muss mich nun entscheiden, ob ich die Waffe Vaters verkaufe oder ob ich sie aufs Schloss bringe. Ich habe das Schwert Leite Werfrecht zurückgegeben, dem Herold der Gräfin von Kroll. Als Dank hat er mir das Wappen von Kroll verliehen. Dies ist eine Ehre, die nur den größten Helden zuteil wird. Ich sollte mit dem Gemanenbrüdern über das Geschehene sprechen. Ich habe Gilbert Geman die Belohnung gezeigt, die mir Leite Waffrich gegeben hat. Es stimmte ihn misslich, dass sein Vater ein Meisterdieb gewesen war. Doch er war glücklich darüber, dass die Ehrenklinge ihren rechtmäßigen Besitzern auf Schloss Kroll zurückgegeben wurde. Er belohnte mich zum Dank für die Tilgung seiner Familienschande mit einem persönlichen Andenken. Was haben wir mit ihm gemacht? Ist er immer noch in Kroll? Roll nicht, Boma. Ich glaube, er war ja hier dann in einer Schanke, oder? Eiche und Krummstab. Ihr folgt eben. Da ist er. Ihr habt euch entschieden? Nun lasst mich in Ruhe. Sieh sich einer dieser Muskeln an. Da hätten wir ja ewig warten können, Leute. Und. Ihr habt euch entschieden? Wir haben ihn uns verkackt. Erzähler. Na gut, dann haben wir das halt verkackt. Na gut. So, dann machen wir einfach hier weiter, Leute. Kurz hier speichern. Wunderbar. Moment mal. Ganrindels Haus. Der Graufuchs ist drinnen. Ist er das? Kommt, wir müssen vieles bereden. Ich bin begierig, euren Plan zu hören. Ich habe im Laufe der Arbeit mit Savillas Stein erkannt, dass ich einen weiteren besonderen Gegenstand benötige, um meine Pläne voranzubringen. Ich benötige die Stiefel von Jack Sprungferse. Er war ein berühmter Dieb, der vor ungefähr 300 Jahren starb. Die Legende besagt, dass er in seinen Stiefeln begraben wurde. Findet heraus, wo Jack Sprungferse begraben ist und bringt mir seine Stiefel. Würdet ihr das für mich erledigen? Ich zahle gut. Ich bin bereit. Prima. Der Graf von Imbel ist der einzige Nachkömmling seiner Linie, den ich ausfindig machen konnte. Sein Name ist Jakben und er lebt irgendwo in der Kaiserstadt. Es könnte einen Hinweis im Haus des Grafen geben. Passt. Machen wir. Euch ebenso. Tja, fangen wir einfach hier beim Marktbezirk an. Bitte gebt reichlich, edler Herr. Suche nach Jakben, Graf von Imbel. Ich kann euch weiterhelfen.
Der Graf von Imbil hat ein Haus im Talosplatzviertel an der inneren Mauer. Er ist ein komischer Kauz, bleibt meist für sich allein, verlässt nur im Dunkeln das Haus, eine richtige Nachteule. Ah, oh. Hört sich nach einem Vampir an. Durch stetiges Üben habt ihr weitere Kreaturen entdeckt, die ihr von den Ebenen Oblivions herbeirufen könnt. Ihr seid jetzt Meister der Beschwörungsmagie und könnt Beschwörungszauber der Meisterstufe wirken. Ja! Machen wir das mal, Leute. Hier beschwören wir. Okay. Also, was haben wir alles? Dremora Fürst. Das ist wahrscheinlich jetzt ein... Das ist mein Dremora Fürst? Das ist ein Dremora Machkynas. Okay. Was war das nochmal? Kaitief. Ah ja. So, Düstergespenst beschwören. Müssen wir ein bisschen abwarten. Vielleicht heben wir uns das für später auf. Kopflos ein Zombie. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Egal, trotzdem. Gut, und das war's. So, das war's. Außer wir haben hier vielleicht noch irgendetwas mit Beschwörung. Na, warten wir mal kurz, bis die Magie wieder voll ist. Sonst kommt dauernd die Meldung, eure Magie reicht nicht aus und es steht nicht da, ob es vom Beschwörung ist oder nicht. Also die Schule steht da nicht da. Der ist hinüber. So, also. Nein, hier haben wir gar keinen Beschwörungszauber. Untote abstoßen, Untote entlassen. Und das ist alles. Ein düster Gespenst, Leute. Das stärkste Wesen, das wir beschwören können. Warum können wir keinen Xibila beschwören? Naja, egal.